Hallo Freunde und willkommen zur diesjährigen Nodus-Folge. Heute möchte ich die Shirini-Reihe, also Gebäckreihe, vervollständigen mit einem weiteren sehr, sehr beliebten persischen Gebäck, nämlich Nan Khamei, was so viel bedeutet wie Sahnebrot. Nan Khamei ist ein sehr leichter, fluffiger, gefüllter Teig mit geschlagener Sahne und damit legen wir auch schon direkt mit der Zubereitung des Teiges los. Dafür die Butter in einem Topf auf mittlerer bis hoher Hitze mit Salz, Puder, Zucker und Wasser zum Schmelzen bringen. Das gesiebte Mehl dazugeben und schnell zuerst mit einem Schneebesen vermischen und dann mit einem Löffel oder ähnliches auf mittlerer Hitze circa 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Diesen Teig dann umfüllen und komplett auskühlen lassen, danach mit einem Mixer aufschlagen und die Eier einzeln nach und nach dazu mixen. Backpulver und Vanillezucker dazugeben, nochmal gut durchmixen, diesen Teig dann in eine Spritztüte mit einer großen sternförmigen oder runden Tülle füllen und circa walnussgroße Cookies formen, die dann im vorgeheizten Backofen circa 40 Minuten auf 150 Grad Ober- und Unterhitze goldbraun aufbacken lassen. In der Zwischenzeit die eisgekühlte Sahne mit dem Vanillezucker aufschlagen, bis sie etwas fest ist, dann Puderzucker und Rosenwasser hinzufügen und so lange aufschlagen, bis sie fest ist, aber Vorsicht, nicht zu Butter schlagen. Die Sahne muss dann so aussehen und dann weiter im Kühlschrank lagern, bis unsere fluffigen Teigcookies komplett ausgekühlt sind. Die Cookies sind so hohl im Innenraum, deswegen können wir sie dann sehr gut mit der geschlagenen Sahne spritzen. Die Cookie-Taschen könnt ihr aber auch aufschneiden, die Sahne dazwischen spritzen und dann den Topper wieder aufsetzen. Ich finde die so aber viel süßer. Sie schmecken und riechen auch sehr, sehr aromatisch. Die andere Hälfte habe ich einmal in Zartbitterschokolade getunkt und mit Pistazien dekoriert. Und serviert ist das Ganze hier mit einem leckeren persischen Schwarztee. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Noch mehr Spaß wie immer beim Nachbacken und Genießen. Alle Infos stehen auch nochmal in der Videobeschreibung unter diesem Video. Über ein Abo, Feedback und Like würde ich mich natürlich auch freuen. Ich wünsche euch allen ein schönes Nodus-Fest mit all euren Liebsten um euch herum. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Und tschüss.